Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Ich bin Wolf Fuß. Gemeinsam mit Frank Buschmann werde ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. 1. FC Heidenheim gegen Borussia Mönchengladbach. Das wird fantastisch. Da habe ich keinen Zweifel. Es wird ein Fußballfest. Die Gastgeber haben sich heute für diese Aufstellung entschieden. Sie setzen natürlich immer wieder gerne, vor allem auf Konter. Ist das heute auch wieder Ihre Taktik, Puschi? Ja, ich glaube schon. Das können Sie einfach richtig gut. Und da haben Sie natürlich auch genau die richtigen Spieler für. Borussia Mönchengladbach geht heute so in dieses Spiel. Puschi, was sagst du zu Ihrer Formation heute? Ich würde mal behaupten, keine Experimente. Vier hinten, Fünfer Mittelfeld und vorne der Alleinunterhalter. Aber der bekommt Unterstützung. Und das Spiel läuft. Ja, toll gehalten. Die Ecke kommt rein. Jetzt wird's gefährlich. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Kone. Honorat. Super Pässe da jetzt von Borussia Mönchengladbach. Er kann klären. Klasse, wie er da hingeht. Gelbverdächtige Aktion, das könnte durchaus geahndet werden. Nachvollziehbar, diese Verwarnung für Gladbach, oder Buschi? Jo, das hat der Schiri richtig gesehen. Ball kommt in den 16er. Und die Flanke schnappt er sich. Spielt rüber zur anderen Seite. Keine Schwierigkeit hier, ganz problemlos gehalten. Florian Neuhaus, Balleroberung. Tim Kleindienst. Honorat. Sie fangen diesen Ball ab. Da suchen Sie jetzt die Lücke. Ganz alleine.
Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender Zweikampf. Sibacö. Da ist der Ball jetzt weg. Jetzt die Möglichkeit. Ja, ganz energisch. Ball ist weg. Gefahr erstmal bereinigt. Machen Sie jetzt gut. Da kommt die Flanke. Erklärt. Was die Ballbesitzstatistik angeht, hat Borussia Mönchengladbach im bisherigen Spielverlauf Vorteile. Aber was nützt das alles, wenn man nichts draus macht? Sie agieren zu halbherzig. Es fehlt das letzte Engagement und deshalb nur unentschieden. Da kommt der Pass, aber gut aufgepasst. Jetzt müssen Sie aufpassen. Aber der Ball ist weg, die Gefahr damit vorüber. Jetzt bringen Sie die Flanke rein. Jetzt hat er den Ball. Pausenpfiff. Durchgang 1 ist zu Ende. Kurz durchatmen, dann geht's hier weiter. So, gehen wir rein in die zweite Spielhälfte. Es ist hier bislang wirklich alles ausgeglichen. Florian Neuhaus. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Nee, Ballverlust. Die Chance jetzt. Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Es wird jetzt hier gewechselt. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Jetzt der Eckball. Da senkt sich der Ball nicht rechtzeitig und geht übers Tor. Weigel. Viel Einsatz, Szene geht weiter. Super Pässe da jetzt von Borussia Mönchengladbach. So, die Chance jetzt. Guter Block, aber sie müssen weiter aufpassen. Neuhaus. Er steht richtig und stellt so den Passweg zu. Gut gemacht. Sie bringen den Ball in die Mitte. Und der Pass! Super Kopfball!
Wir blicken noch mal kurz auf diesen Treffer. Erst die Flanke und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Ball wird abgefangen. Jetzt der Vorstoß. Julian Weigel. Florian Neuhaus. Sie sind da. Ball wird geblockt. Jetzt wird hier gewechselt. Ecke kommt. Ah, und sie haben den Schwung dieses Treffers ausgenutzt. Doppelschlag. Zwei Tore sind sie vorne. Da kommt der Treffer nochmal. Erst die Ecke. Und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Kennen Sie das Szenario schon? Den Link gibt es auf unserer Webseite. Schalten Sie ein. Erleben Sie alle Spiele hautnah. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Ja, wird Einwurf geben. Kommt da nicht mehr ran an diesen Pass. Und jetzt wollen Sie wechseln. Könnte gefährlich werden. Tim Kleindienst. Jetzt wieder Ballbesitz für Gladbach. Jetzt Hermann. Sibatschö. Das könnte vielleicht was werden. Patrick Hermann. Mann, klasse gehalten. Ecke kommt in die Mitte. Da ist der Ball erstmal raus. Patrick Herrmann. Da ist die Chance. Kurze Distanz, kein Tor. Vielleicht war dieser harte Schuss die falsche Entscheidung. Sehe ich auch so, wenn der Platzierter kommt, dann wird es gefährlich. Nur noch 4 Minuten in der regulären Spielzeit. Pass bleibt hängen. Jetzt Hermann. Schönes Zuspiel. Da passt der Torhüter auf. Das ist der Schlusspfiff. Am Ende bleibt es hier also beim Sieg der Gäste.
Sie holen hier den knappen Sieg, setzen sich durch und man hat wieder mal gesehen, wie stark diese Mannschaft ist.